Hallo, da ist die Petra von Petras Bastelnews und heute zeige ich euch mal, wie man so eine süße Hexe bastelt. Und zwar geht es folgendermaßen los. Für die Augen nehmen wir jetzt einmal einen weißen Posca, die sind schon so vorgraviert, so dass ihr jetzt nur noch ausmalen braucht. Da braucht ihr jetzt auch nicht Angst haben, das ist alles nicht so dramatisch. Jetzt ist jetzt gleich sehen. Machen wir erstmal weiß und die Zähne machen wir auch weiß. Einen habe ich schon mal vorbereitet, den nehmen wir jetzt gleich her. Und dann nehmen wir ein bisschen Hautfarben. Dann kann das Weiß ein bisschen trocknen, das lassen wir immer ein bisschen antrocknen. Machen wir mal da ein bisschen die Bäckchen. So, und dann könnt ihr da mit dem dunkleren Braun da ein bisschen nachziehen oder schwarz, was euch besser gefällt. Da vielleicht noch ein bisschen, dass sie das noch ein bisschen absetzt. Dann machen wir einmal blaue Augen. Machen wir mal liebe Hexe erst. Und dann zeige ich euch mal, wie so gruselig ihr meinen könnt. So. Dann nehmen wir unser Pinsel mit ein bisschen Wasser. Und dann verwaschen wir das ganz leicht, so dass das alles ein bisschen Farbe hat. Schnell auswaschen. Dann gehen wir da bei den Augen auch noch mal ein bisschen drüber gehen, dass man den Stift nicht so sieht. Wir nehmen da die Aquarell-Buntstifte dazu. Und dann machen wir da noch einen weißen Augenpunkt rein. Und das ist jetzt die liebe Variante. Jetzt zeige ich euch mal die Grusel-Variante. Dann machen wir da wieder die Nasen gleich. Und da machen wir auch. So, und dann haben wir ein bisschen ein dunkles Braun. Und machen wir da zwei, drei so Fahrer rüber. Da unten auch am Kinn ein bisschen, sodass die ein bisschen dreckig ausschaut. Dann können wir da die Nasenpunkte noch mal ein bisschen nachgehen. Dann brauchen wir ein helles Braun. Gehen wir dazwischen rein ein bisschen. Das ist fast schon orange. Ja, das ist schon ganz leicht hellbraun, ist das so orangebraun ist das. So ein bisschen. Man sieht schon. Jetzt werden wir mal da mit dem Pinsel das Ganze ein bisschen verwaschen. Jetzt viel Wasser, sonst läuft uns das rein. Da ein bisschen unsere Backerl wieder verwaschen. Und dann verwaschen wir das sauber da, dass die Hexe ein bisschen so ein dreckiges Gesicht kriegt. Da oben auch. Die Augen mache ich immer erst, wenn ich es verwaschen habe, dann, dass ich jetzt nicht nochmal reinkomme. So, und dann hat die richtig das kleine Hexerl-Gesicht. Da oben gehen wir auch nochmal ein bisschen drüber gehen. Oberhalb von den Augenbrauen. So, man sieht schon, jetzt wird schon. Dann nehmen wir nochmal dunkelbraun, dann mal ein bisschen die Warzen alle ein bisschen nachfahren, dass die ein bisschen besser rauskommen. Können wir da nochmal ein bisschen hergehen. Das machen wir noch ein bisschen intensiver. Und dann machen wir die Zähne nochmal weiß. Und dann gehen wir her, nehmen wir orange, dann sind wir helles. Das muss man schauen. Was gibt es da genau drunter? Oh, warte, eine Sekunde. So, weil dann können wir der jetzt da oben die Augen ein bisschen so orangetönig machen. So, ihr könnt es natürlich auch rot oder was machen. Ich mache es jetzt ein bisschen so orange, ruhig ein bisschen drüber. Und dann gehen wir hier, machen wir da das Dunkel. Kann man da noch ein bisschen so ein Lid hier machen. Dass es ein bisschen grimmiger schaut. So, irgendwie schaut sie immer noch lieb. So, dann machen wir da noch zwei Punkte rein. Und das sind unsere Hexengesichter. Ja, ich habe da auch noch mal eins vorbereitet, dass wir schon alle
wir alle drei fertig haben. Und dann kommt der schwierigste Teil, unser Hut. Und zwar kommt es so in die Platten, da ist nur so ein kleiner Steg, den trennt sie einfach durch. Du kannst das raustrennen. Und wenn ihr da die drei Teile durchtrennt habt, dann fällt das schon raus. Ja, das ist jetzt die Hutkrempe und so macht es mit den anderen genauso. Also ich habe es jetzt da schon alle drei liegen. Und dann greifen wir mal um, machen wir mal erst den einfachen Teil, nehmen wir unseren Heißkleber. Machen wir da so eine Linie drauf und dann das da ein bisschen überlappen. So, Punkt 1 ist fertig. Jetzt kommt der schwierigere Teil. Mir geht es jetzt her, ihr seht das, dass die Seiten da so ausgeschnitten ist. Ja? Das lege ich jetzt so her, dass das praktisch mittig ungefähr ist, so bis zum Loch her. Und dann nehmt ihr euch irgendein Eissteckerl oder Stäberl her und legt das da drauf, sodass wirklich nur auf diesen schmalen Streifen das ist. Ich weiß nicht, dann sieht man das überhaupt, weil das ja mit dem Schwarz immer ein bisschen blät. Aber, und da, jetzt wo jetzt der Heißkleber drauf kommt, ist die Kanten. Genau, da ist jetzt die Kanten. Da machen wir jetzt eine ganz feine Raupe daher. Nicht zu viel Heißkleber ist wichtig. Und dann knicken wir es um und dann erst einmal, dass das da bündig am Steckerl dran ist. Ja, dann wenn ihr das alles da sauber bündig dran habt, dann könnt ihr das wegnehmen. Und da oben am Eckerl, da mache ich dann nochmal einen Tropfen Kleber drauf. Dass es eine Spitze gibt. Genau, und mach das zur Spitze. Ja, da wo jetzt so ein bisschen ein Heißkleber ist, da werden wir einfach mit dem Scherler das ein bisschen wegmachen. Vorsichtig, und dann sieht man das nicht mehr. So, jetzt auch. So, jetzt ist es wichtig, dass ihr die Seiten, wo klebt, sind, zusammen habt. Ja, dass das da hinten ist. Dass es unten ist sozusagen. Genau, dass das unten drin ist. Und wenn ihr ganz genau schaut, dann seht ihr, dass ich halte es einmal vielleicht ins Licht. Ja, sehen wir es. Ja, da ist ein Lächerl drin. Das Lächerl darf man jetzt auf gar keinen Fall zukleben und mit der Seite fangen wir auch an zum Kleben. Ihr zieht jetzt das alles bis da rauf. So dass das Loch oben rausschaut. So dass das Loch ganz knapp da oben rausschaut. Seht ihr es noch? Ja, das Licht. Oder ja? So. Vielleicht so ins Licht rein? Ja. Ja? So muss es noch rausschauen und dann klappe das nur so ein bisschen um. Und jetzt gehe ich her und mache da einmal ringsherum eine Kleberraupe. Und zwar nicht so viel, weil sonst brennt es euch im Finger, sondern wirklich kann man so ganz dünne Schicht. So. Und jetzt klappt man das einfach um und drücken das da fest. Ja, so dass jetzt innen da das sauber so beieinander ist. So. Und vorne noch immer unser Lächerl rausschaut. Seht ihr es jetzt im Licht? Seht ihr es vielleicht? Ja. Also ganz knapp schaut es da unten raus, so ist unser Hut schon fertig. So, das war jetzt der schwierigste Teil von der Hexe. Jetzt haben wir unseren Faden, den der zerdritteln. Ja, macht drei Teile draus. Das macht man ganz einfach. Mit den erstmal zwei nehmen und dann werden wir das gegenziehen. So und so. Ja, so dass ungefähr gleich lang sind. Ja. So auf einen Millimeter geht es nicht zusammen. So. Ja, dann schneiden wir mal da durch, dass wir mal einen haben. Einmal da, einmal da unten. So, jetzt haben wir unsere Fäden. Und dann fadeln wir das ein, unsere Stopfnadel. So, und unten machen wir einen Knoten rein. So, einen richtigen festen Knoten. Und dann fangen wir mit dem Teil, mit dem orangen Teil an. Mir fehlen das orange Teil. Nein, das hat auch keinen Schlitz nicht. Und das grüne Teil, wenn ihr schaut, das hat jetzt hinten einen Schlitz. Das ist dann da, wo der Besen reinkommt. So, das werden wir jetzt so rüberlegen. Immer das gleich hat vorne einen Schlitz. Seht ihr es? Genau. Das und kommt als letztes. Genau. Und jetzt muss die zwei Schlitze genau gegenüberliegend sein. Ja, dass der Rudi da ist und der Grüne mit dem Schlitz da. Habt ihr im Kasten. Mhm. Okay, dann brauchen wir die Arme.
erkennt es jetzt entweder punktal oben oder punktal unten, mache es immer nach unten schauend, weil die brauchen wir nicht unbedingt und die legen wir sauber so drüber. Dann brauchen wir unser Tuch da oben praktisch, dass das ein bisschen abdeckt am Kopf. Dann nehmen wir mal unser Häcksel her, wedeln wir unser Häckselkopf nun drauf. Und jetzt wedeln wir da durch das Lächeln, wo wir ja vorher offen gehabt haben. Wenn ich es dann sehe, dann kann ich da auch durchfädeln. Mit dem Schwarzen sind wir ganz kritisch. Na, jetzt aber. So, und dann fädeln wir den Hut durch. So, lala. Jetzt wackelt das natürlich alles. Jetzt wackelt das alles und dass uns das jetzt nicht abhaut, mache ich jetzt so. Ich tue jetzt das einfach ein bisschen nach oben schirm alles. Und tue jetzt da einmal einen Tropfen Heißkleber drauf machen. Auf die Arme. Dann schiebe ich das Gregerler wieder runter. So, dann machen wir da beim Gregerler da ganz knapp einen Tropfen Heißkleber her. Das ist wichtig, dass die Spitzen nach vorne sind natürlich. Genau. Dass es nicht nach vorne ist. Und dass jetzt alles nach vorne schaut zu unserem Schlitz. Ja? Zu dem roten. Zu dem roten Schlitz. Das ist wichtig. So, und jetzt mache ich einfach da in die Krempe rein, weil dann brennt es euch auch nicht. Da nochmal ein bisschen ein Heißkleber her, sodass der Hut dann auch nicht da rumfällt. Und dann schiebe ich den einfach nach unten her. Und dann kann man den nämlich da schön fixieren an unserer Hexe und kann man ihr den noch ein bisschen so nicht aufsitzen und dann hängt sie schon. Ja? Weiter bilden? Ja, Moment, wir sind ja noch nicht fertig. Wir müssen jetzt erst oben einen Knoten machen zum Auffädeln für unsere Hexe. So. So, jetzt aber. Und jetzt kommt unser Besen. Jetzt habe ich einmal, die Besen sind ja so als Rohmaterial und ihr seht, die habe ich alle so gemacht. Jetzt habe ich einmal einen angemalt. Also ihr könnt auch so ein bisschen anmalen mit der Aquarell-Buntstifte oder was auch immer ihr wollt. Genau. Und dann fangen wir hinten an zum Einbauen. Der Besen muss so nach oben ein bisschen schauen. Ja? Und dann fädeln wir mal da durch. Durch unseren Schlitz. Schirmen den da durch. Und vorne beim Roden müssen wir wieder raus. Ich mache es jetzt extra so rum, dass ihr es hier gescheit seht. So, das ziehen wir ganz nach hinten. Und vorne haben wir es jetzt so. Und dann können wir uns einen Rockerl schön fallen lassen. Und jetzt pappt mir ihre Hände noch fest. Mein Mann sagt immer, lass die nicht beten. Also der hat die Hände nicht genau gegenüber. Jetzt werden wir da einen Tropfen Heißkleber hier machen. Und dann die mal eine Hand ein bisschen nach vorne. Ein bisschen zurückgehen wir vielleicht noch mit der ganzen Gaudi. So, und auf der anderen Seite machen wir das auch wieder. Da innen, wo die Punkte sind jetzt, oder eben andersrum. Und bar das also ganz leicht versetzt drauf. Und dann kann sie gleich abfliegen. Jetzt warte, ich hinkam mit dem Heißkleber fest. Dann werden wir sie nochmal gerade richten. Sauber die Fäden ein bisschen weg vom Heißkleber jetzt. Und dann kann unsere Hexe schon lossausen. So, viel Spaß beim Basteln. Kombiniert können wir natürlich die super gut mit den Waldfeen zum Auffädeln jetzt. Und dann zeigen wir euch beim nächsten Mal wieder was Neues. Tschüss, eure Petra.